Die Zukunft genmanipulierter Nahrungsmittel wird ein weiteres Mal hinterfragt. Das Europäische Parlament hat neue Regeln verabschiedet, die nationalen Regierungen das Recht geben, genetisch modifizierte Pflanzen zu reglementieren. Mitgliedstaaten mit dem Wunsch, GVOs zu beschränken oder zu verbieten, haben nun die Möglichkeit, das zu tun, ohne das Risiko, dafür verklagt zu werden. Bevor GVO-Produkte auf den Markt dürfen, müssen sie von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit genehmigt werden. 45 Pflanzen wurde bereits grünes Licht gegeben. Mehr als 100 werden derzeit noch beurteilt. Trotz einer langen Liste genehmigter Pflanzen wird bisher tatsächlich nur ein genetisch veränderter Mais in der EU angebaut. 6 EU-Staaten bauen genetisch verändertes Saatgut an. Das sind Spanien, Tschechien, die Slowakei, Polen, Rumänien und Portugal. Wesentlich mehr Länder haben ein Verbot, eine GVO-freie Zone auf ihrem Gebiet. Viele dieser Verbote sind gegen die Regeln des Blockes. Tatsächlich werden die neuen Regeln alle auf Linie bringen. Das sagt Lisa O'Neill von GM Freeze. Sie fürchtet, positive Veränderungen finden sich nur auf dem Papier. That's according to Lisa O'Neill from GM Freeze, though fearing they're only likely to bring positive change on paper. Man sollte bedenken, dass die Mehrheit der EU-Bevölkerung wegen GVOs zutiefst besorgt ist. Die Menschen wollen nicht, dass sie angebaut werden. Diese Vereinbarung wird es Ländern erlauben, die besorgt sind, das von den eigenen Feldern fernzuhalten. Die andere Seite ist die Tatsache, dass in Ländern, in denen die Regierungen dafür sind, die Tür geöffnet wird. Es ist unglaublich wichtig, dass wir das Recht der Menschen schützen, genfrei anzubauen und zu essen, wenn sie das denn wünschen. Die meisten Menschen wollen kein Genfood und nur ein paar Regierungen sind absolut dafür. And a few governments really, really do.